Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Ja, die Folge wird jetzt nicht ganz so lang. Und zwar werden wir uns hier an unseren Mähdrescher ransetzen, dass der das mal weitermachen kann hier. Und ja, ich werde das Ganze so gestalten jetzt, dass dies jetzt vorläufig erstmal die letzte Folge ist. Und ich werde jetzt mal gucken, wie das Ganze denn so bei euch ankommt. Das heißt, ich werde das so machen, ich habe jede Menge Simulatoren hinter mir im Regal stehen sozusagen. Und dann werden wir mal gucken, dass ich, was heißt, dann werde ich mal gucken, dass ich diese sozusagen immer anspiele. 4 bis 6 Folgen ungefähr. Wie das bei euch ankommt und ob ich davon mehr Folgen machen soll. Soll ich davon mehr Folgen machen, bleibt jetzt beim Landwirtschaftssimulator diese Welt bestehen und wir machen auf dieser Welt weiter, sozusagen. Das ist aber jetzt vorläufig erstmal die letzte Folge. Also diese Folge, das, die machen wir so Block, ja, weil das blockweise ist auch Quatsch. Ja, wie gesagt, 4 Folgen. Und diese 4 Folgen werden dann hochgeladen. In einer Woche natürlich. Oder 2 pro Woche, weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Und dann starte ich das nächste, den nächsten, ja, sozusagen Simulator. Also nächstes Simulationsspiel. Und dann gucken wir mal, wie das dann ankommt, wie ich das dann, oder wie, guck ich mal, wie das bei euch so ankommt. Und ja, wie gesagt, wenn es gut ankommt, kommt's gut an und dann machen wir das weiter. Setzen wir das als richtiges Let's Play fort. Und ja, wenn nicht, dann halt nicht. Dann kann ich auch nichts dafür. Dann muss ich mir eben halt aussuchen, dass ich es irgendwann nochmal spielen werde für euch. Aber jetzt im Moment, jetzt sehe ich gerade, steigen wir hier aus, gehen wir in den Traktor. Ich könnte auch Tab drücken, ich weiß, aber ich stehe fast daneben. Und das heißt also, jetzt ist es, ich kann nicht oft genug sagen, letzte Folge. Und wann die jetzt erscheinen, das weiß ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Aber ihr seht es ja, wann diese, entschuldige, diese Folge sozusagen rausgekommen ist. Und ja. Diese Folge wird so sein, dass die 12 bis 15 Minuten ist. Und das ganze Feld kriegen wir in den Minuten in der Folge garantiert nicht abgeerntet. Aber nur damit ihr so mal den Eindruck habt, wie das so ist, ob ich das fortsetzen soll, das Spiel, was ihr so davon haltet. Und wenn ihr sagt, jo, macht das, dann mache ich das auch. Dann bleiben wir dabei, dann mache ich, ja, dann überlege ich nochmal, aber ich glaube, ich werde diese Map weiter fortführen, dann sozusagen. Ich werde diese Map behalten. Und, ja, hier dann praktisch an den 4 Folgen anknüpfen. So, das war dann so meine Ansage, die ich jetzt noch vorhatte, die ich loswerden wollte noch. Und, ja, was gibt's denn sonst noch so zu sagen? Ja, außer die Sache, was jetzt nicht so ganz wichtig ist, aber für YouTube sozusagen für mich wichtig ist. Das hab ich auch schon mal früher mal ein Video drüber gemacht, über sozusagen den Diebstahl meines Videos, was ich ehrlich gesagt nicht schön finde. Das ist gerade heute passiert, wo ich diese Folge aufnehme, ist dieser Diebstahl passiert. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mal schon Stellung zu genommen. Ich habe da schon ein Video zu gemacht. In dem habe ich alles gesagt. Und deswegen werde ich mich in meinem, ja, Landwirtschaftssimulator-Folgen jetzt nicht drüber äußern. Ich muss ja mal kurz ein Blatt vom Block abreißen. So. Dass ich nicht mehr brauche. Ja. Ja, das war sozusagen das, was ich auch noch loswerden wollte. Und ihr könnt praktisch jetzt auch noch mal aussuchen, was ihr gerne für ein, ja, nächstes Spiel als Simulator haben wollt. Ich glaube, ich werde mal den Bus-Simulator machen. Oder ich guck mal ganz kurz eben, ich drehe mich mal eben um.
Oder wir machen den Skiregion-Simulator oder den Nahverkehrsmanager. Das müssen wir jetzt gucken. Das sehen wir dann. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Wir haben 17.14 Uhr. Und, ja. Dann machen wir jetzt noch eine Füllung sozusagen. Und dann beenden wir. Ich kann auch leider gerade nicht gucken, wie lang ich schon aufnehme. Das ist das Problem. Ich hoffe, ich schreie jetzt nicht so da rein. So, ich finde das Spiel eigentlich richtig gut. Ich finde es echt gut. Also kann man nicht anders sagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das genauso seht, wenn ich da ein komplettes Let's Play draus machen soll. Es wird natürlich ein endlos Let's Play. Das können wir endlos lange spielen, dieses Spiel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das genauso seht, dass ich da ein Let's Play drüber machen kann oder soll, laut eurer Meinung. Und wenn ihr das nicht so seht, dann, ja, dann kann ich leider auch nichts machen. Ich hoffe es halt nur, dass ich die Chance von euch erhalte, dieses Let's Play zu machen, weil ich liebe dieses Spiel, ich finde es richtig cool. Ich könnte es echt 24 Stunden am Tag spielen, das würde mich nicht stören. Und, ja. Sozusagen, das Spiel ja, des Jahres würde ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist sogar in der Computerbild oder wo in der Zeitschrift stand drin, das Spiel des Jahres, meine ich, irgendwie gelesen zu haben. Ich weiß es nicht jetzt, wenn ich übertreibe, tut es mir leid, aber ich meine, ich hätte es irgendwo gelesen. Und ja, das wäre cool, wenn es so wäre, weil ich sehe es so, ich finde das Spiel richtig Hammer. Es können meinen Augen das Spiel des Jahres sein. Und ich muss leider auch sagen, dass es mir immer wieder leid tut, wenn ihr hier zwischendurch mal ein paar Nebengeräusche hört. Das ist von meinem Laptop sozusagen, der Lüfter. Ich kann ja auch nicht schlecht das Laptop irgendwie auf den Boden stellen und dann aufnehmen, weil dann sehe ich ja nichts mehr, ne? Ist ja klar. Und ja, nebenher werde ich gerade noch auf dem Handy ein bisschen attackiert. Mit Leuten, die schreiben. Und deswegen mache ich das jetzt mal auf. Zack, stumm und weg. So. Jetzt kann mich niemand mehr stören. Komm, jetzt fahr noch deine Runde und dann ist die Sache erledigt, Junge. Machen wir den Hänger jetzt noch voll, bringen wir den noch einmal weg. Ja, also ich kann nur wieder sagen, die Web ist immer wieder schön geworden. Und die Details und alles. Also wunderbares Spiel, Leute. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr das genauso seht. So, ja, jetzt steht uns ja bald der Winter vor der Türe, Freunde. Und es steht uns ja bald der Winter vor der Türe. Interessant. Nein, aber was ich damit sagen wollte ist, ich werde mal gucken, ob ich im Winter, jetzt pass auf, im Winter, wenn ich draußen bin, mal ein kleines Video drehen werde, so eine Art, naja, Talkrunde könnte man schon fast sagen. Und es wird gut möglich sein, dass wir uns den Arsch abfrieren. Aber das ja, für die Talkrunde würde ich das auch sogar noch machen. Weil ich möchte gerne wirklich mal so ein Video machen, so eine Talkrunde mit mehreren Leuten draußen sitzen und einfach mal über Games reden, über YouTube reden und so weiter. Also wenn ihr das auch sehen wollt, ich mache es auf jeden Fall. Also ich werde die Videos machen. Ob ich die dann wirklich hochladen werde oder auch nicht, das sehe ich ja dann. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zurück zum Spiel. Dieser Anhänger ist jetzt gleich voll. Wir sind gerade bei 79%. Und übrigens nochmal kurz zur Erklärung. Rechts seht ihr ja diesen ja, Halm, den ihr da habt. Das ist Weizen. Und jetzt, wenn man die Sämaschine dran hat, kann man noch zwischen Gerste, Raps und natürlich Weizen, Gerste, Raps und Mais? Nee, Mais ist Quatsch. Mais ist Quatsch. Mais ist eine andere Sämaschine. Weizen, Gerste, Raps. Weizen, Gerste, Raps. Gibt's denn? Ja, Gras. Genau, Gras, Freunde. Haha.
Das ist nicht das Gras zum Rauchen, ne, sondern das Gras zum Einsehen, versteht sich, ne? Gut. Und ja, das sind so die drei Sachen, die man mit der Standard, so wie ihr hier rechts seht, die kleine Mini-Sämaschine da, machen kann. Und da hinten haben wir dann da zum Auffüllen. Und dort hinten an dem roten Haus. So, und jetzt drücken wir Q und dann entlädt der Hänger sich. Das haben wir ja schon mal gehabt. Ja. Und ich mag den Traktor irgendwie. Ich finde den cool. Ist zwar ein bisschen altmodisch, aber ich finde ihn cool. Ja, Freunde. Ich kann nur sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen dieser vier Folgen vom Landwirtschaftssimulator. Ich hoffe immer noch, also sie sind jetzt, wo ich diese Folge letzte aufnehme, bei euch noch nicht online. Und ich hoffe, wie gesagt, nur, dass die bei euch gut ankommen. Und ich verabschiede mich erstmal vom Felde hier und sage, man hört sich in den nächsten Videos. Noch viel Spaß bei meinen anderen Videos. Bis dahin, ciao.